down up the River Congo. There's a steamboat plan to see, and it seems to be its journey. Still a heartful gleam. Pilgrims reaching out for mission. Captains reaching out for one. Stripped of his conviction, whose humanity is all gone. Whites consider him an agent, native praise from as for God. No one knows what happened to him. Yeah, here at this unlovely spot, where a spoken word means justice, not means our reality. People muse and wonder what their common life might be. Hear the pumping heart of darkness, feel the savage call inside. Yeah, mankind's living in a flicker. Who can say which ways we're right? Oh Lord. Exploit themselves all day long and keep on beneath the stars. We've been taught a million lessons which demanded every price. Here we keep on going on further, as if we had a place to hide. You're the pumping out of darkness. Savage call inside, yeah. Mankind's living in a flicker. Who can say which way's right? Oh, Lord. Oh, Lord. Oh, Lord. Yes, I love it. Ja, einen wunderschönen guten Abend. Hallo. Ja, jetzt bringe ich erstmal was. Prost. Ich sehe, die Tanja ist da. Nabend. Und der gute Stefan. Ja, ihr habt sicherlich gemerkt, dass eine Gesangsstimme und eine Sprachstimme komplett verschiedene Geschichten sind. Die haben nichts miteinander zu tun. Nein, nein. Das, wenn man spricht, ist das ganz anders, als wenn man Musik macht. Ne? Und deswegen würde ich sagen, das nächste Stück mache ich ein bisschen Musik.
Und dann sprechen wir ein bisschen über den Tag und über die Woche, über den Monat. Und ihr wisst schon, da kommen diese ganzen Themen, die ich mittlerweile hasse, wie die Pest. Ihr wahrscheinlich auch. Und darauf ein düster Ding. So, ein kleines Lied. Das heißt, höre auf die flüsternden Felder. Auf Englisch klingt das alles viel schöner. Das heißt dann, listen to the whispering fields. Viel Spaß damit. Ich habe einen Kasper gefrühstückt. Ich habe euch gewarnt. Listen now to the whispering fields, above the blow of the wheels. My heart is not where I go. Somehow I'm looking for a way not to feel how tender it seemed to me when you took my hand. Sometimes I plead angel, could I just leave it all? Sometimes I feel that you're with me, for I'm nowhere that you're far away. Maybe fate would be for you and for me, make a wish come true, 'cause I will love you. Looking for these pictures you made, this time will not fade. I still keep watching you now. Somehow I keep now what I promised in May. But love will not wait until you love all days. Oh no, sometimes I plead angel, could I just leave it all? It's all my thoughts and you, dear. Can I just be with you? Sometimes I feel that you're with me, for I'm nowhere that you're far away. Maybe fate will be for you and for me, make a wish come true, 'cause I will love you. Sometimes I feel that you're with me, so far away. Maybe fate will be for you and for me, make a wish come true, 'cause I will love you. I will love you. Ja, den Schluss habt ihr erkannt, ne? Das war die Telekom. Ich habe jetzt gewechselt, meinen Handyvertrag. Und ich habe sie jetzt alle. Ich habe sie alle durch. Ich habe angefangen mit der Telekom, 16 Jahre, gutes Netz, Scheißpreise. Dann war ich 4,5 oder 5 Jahre bei Vodafone. Ja, das ist so Telekom in etwas
günstiger, aber auch nicht so supi. Dann war ich bei O2. Ist langweilig, was ich sage, ne? Ja, ich merke gerade, ich langweile mich selber vor mir, weil es interessiert eigentlich kein Schwein. Lass uns doch mal über wichtige Sachen reden. Über die aktuelle Lage. Was steht denn da überhaupt? Yes. Martin Steinbeck, Jessica sieht zu. Ja, ist schön, dass ihr zuseht, weil ohne euch wäre es halb so schön und dann wäre es ganz schön leer. So, was wollte ich sagen? Wir wollen jetzt mal ein bisschen ins Eingemachte gehen. So, Thomas guckt jetzt auch zu. So, Thomas, aufpassen, nicht so laut sein. Psst. Also, wir gehen jetzt ein bisschen ins Eingemachte und zwar, wir reden über diese komische Sache mit dem draußen, fliegt's rum und man kriegt's und dann klingt man so wie ich. Nur wenn man singt, klingt's besser. Und ja, was kann man da machen? Da gibt es eine Menge, was man machen kann. Ihr habt gesehen, ich habe auch Klopapier zum Beispiel dabei. So, und das werde ich auch, wie mein Augapfel, werde ich das behüten. Und wehe, wehe, da will einer sich an meinem Klopapier vergehen. Da bin ich bestens vorbereitet. So, und ja, was ich eigentlich sagen wollte, ist, die Welt wird immer dummer und dümmer. So, und deswegen braucht man sowas. Kennt ihr das? Das ist eine andere Pistole. Und mit dieser Pistole kann man den Hirnquotienten, kann man damit messen. Man kann messen, wie schlau oder in meinem Fall, wie doof man ist. Und das funktioniert ganz einfach. Das ist eine Pistole. Und zwar eine Pistole, wo man den IQ mitmisst. Man geht einfach an die Stirn, feuert und 3, 2 und IQ jetzt. So, und hier steht da IQ. Und ihr seht, wenn ihr seht, ich habe ein IQ von 36,4. Das ist nicht viel, aber es reicht zum Musik machen. Und dann kommen wir zum nächsten Stück. Und das heißt, das Kind in mir. Viel Spaß. Ja. Was a child playing games on my mind. Was a child playing games on my mind. I can see her dancing, kicking off her tiny shoes. I think to myself, oh man, she is really cute. Just don't understand it. Can you loud and clear? I just don't understand it. Almost think that she is real. There is a child on my mind. There's a child playing games on my mind. There's a child playing games on my mind. Now she's waving at me with a smile upon her face. And then she's gone, gone without a trace.
I just don't understand it. I came loud and clear, I just don't understand it. Almost think the cheat's real. There is a child on my mind. I just don't understand it. I came loud and clear, I just don't understand. Almost think that she's real. There is a child on my mind. Sei mir gegrüßt. Wir sehen uns ja morgen auf diesem Sender und dann kriegst du von mir ganz viele Tipps. Du weißt Bescheid, ne? Ja, Jens, guten Abend, hallo. Ja, ihr merkt, das sind schwere Zeiten und man darf das alles, man muss das alles wirklich sehr ernst nehmen. Und was mache ich den ganzen Tag, wenn ich zu Hause hier im Studio sitze und mich frage, ist das Leben noch lebenswert? Und dann sage ich, ich bin nicht allein. Dann sage ich, Alexa, bist du da? Ja, ich bin da. Ich höre, sobald du die Mikrofontaste drückst. Die Mikrofontaste? Ich habe da gar keine Taste an dem Mikrofon. Alexa, erzähl mir einen Flachwitz. Wie nennt man jemanden, der gleichzeitig kifft und tanzt? Einen Grashüpfer. Den kannte ich noch nicht. Alexa, danke. Bitte. Gern geschehen. Ich hoffe, du hattest einen tollen Mittwoch. Jetzt weiß ich zumindest, welcher Tag heute ist. Mittwoch. Alexa, welches Jahr haben wir? Aktuell haben wir das Jahr 2020. Und Sternzeitalter? Alexa, das Sternzeitalter möchte ich wissen. Das Bild der Frau, Tageshoroskop. Am wievielten haben Sie Geburtstag oder wie lautet Ihr Sternzeichen? Alexa, du bist komisch. Ich verstehe Sie nicht. Bitte wiederholen Sie es noch einmal. Alexa, leg dich wieder hin. Und du, mein lieber Jens Prüßner, das ist kein Stimmverzerrer, das ist meine ganz normale Stimme. Ja, so klingt das nämlich, wenn man nicht singt und wenn man keine Musik macht. Und beschwer dich mal nicht. Möchte ich wissen, wie du klingst, wenn du was erzählst. Ja, so, ich mache jetzt ein Lied. Das hast du jetzt erfunden. Und zwar ein dummes Lied, ein trauriges Lied und ein dummes Lied. Musik.
brought me down. This world is a mess. Yeah, I feel like drowning. I never really had success. It's a sad song, a song about you. Sad song, a song about you. It's a sad song, a song about you. It's a daft song, a song about you. This world brought me down. This world is a mess. Yeah, I feel like drowning. Never really had success. It's a sad song, a song about you. Sad song, a song about you. Can I leave the world behind? Can I find something new? And there is nothing for my kind. Please let me go, my love. Sad song, a song about you. Sad song, a song about you. It's a sad song, a song about you. It's a daft song, a song about you. If it's true, the song about you. If it's true, the song about you. Sad song, song about you. It's a sad song, song about you. Sad song, a song about you. It's a daft song, song about you. It's a sad song, song about you. Sad song, song about you. Daft song, a song about you. So hören, kann man auch kaufen. Kaufen ist ein Thema, was irgendwie, da schalten sofort gleich Leute ab, wenn die das dann hören. Kaufen, nee, wieso kaufen? Na klar kannst du meine Musik auch streamen bei Spotify und wie das so heißt und so. Aber kaufen ist schöner, weil dann kann ich mir auch was von kaufen. Das ist irgendwie toller. Ja,
In diesem Sinne, mein Name, und zwar der Vorname, dann ein Punkt, dann ein Nachname, @gmx.de. Da dürft ihr Geld hin überweisen. Ganz viel. Millionen. Oder noch mehr. Und zwar über PayPal. Natürlich über Freunde und Bekannte, weil wenn ihr eine Million überweist, dann wird das ganz schön teuer mit den Zinsen. Also macht das lieber über Freunde und Bekannte. Und wir sind ja alles Freunde. Und da wir Freunde sind, singe ich euch jetzt ein Freundeslied. Und zwar, das ist mir jetzt ganz spontan eingefallen. Und das mache ich jetzt, weil ich mache sowieso, was ich will. Und wer mir doof kommt, ich habe noch 2 Patronen im Petto. Ja, also vorsichtig, bitte. Also, ein Freundelied. You've got a friend in me. When the road looks rather hot, than your miles and your miles from your nice warm bed, you just remember what your opa said. You've got a friend in me, and you've got a friend in me. You've got a friend in me. You got troubles, I've got them too. There isn't anything that I wouldn't do for you. We stick together, we can see it through. You've got a friend in me, and you've got a friend in me. Some other folks might be a little bit smarter than I am, or bigger and stronger too. But there's no one that I could love you the way I do. That's just for me and you. And as the years go by, a friendship would never die. Got in the seas, hours, dirty, and you've got a friend in me. And you've got a friend in me. Oh, and you've got a friend in me. Oh, and you've got a friend in, you've got a friend in me. Aus. Ihr habt echt einen Freund in mir. Ja, wollt ihr noch wissen, was ich hier so am Start habe? So, hier ist zum Beispiel eins der ersten Musikinstrumente, was ich mir mal gekauft habe von meinem Monatslohn, als ich noch damals Teller abgewaschen habe in der Kneipe Sudhaus, Alte Post. Und ja, und da konnte ich mir so ein schönes Instrument leisten, das ist echt cool. Hört mal. Okay, das Instrument hat keine Lust, aber ist auch egal, weil es ist cool und es ist berühmt. Und es ist ein Taschenrechner, steht sogar hier, da.
kann man mit, in der Tasche kann man damit rechnen. Das sind Casio VL Tone. Kennt ihr das? Ja klar kennt ihr das von Trio. Ich würde es echt gerne spielen, aber die GEMA hat mir einen Strich durch die Rechnung gemacht. Ich darf keine fremden Sachen spielen und da wird sofort gleich das Audio wird gleich gekillt. Ja, schade. Pass auf, reden wir ein bisschen hierüber. Wer weiß, was das ist? Ja? Schreibt's in die Kommentare, wenn ihr wisst, wie der heißt. So sieht er aus. Ja, ich hab den auch da drüben stehen, aber da ist er ein bisschen größer als der hier. Und wer weiß, was das hier genau ist? Ja, den kennt ihr auch, ne? Kommt, ihr Musik-Nerds da draußen, ihr kennt das doch alles. Und kennt ihr das ja auch? Das ist auch eine Firma, die sind auch ziemlich bekannt. Oder das. Ich habe da ganz viele verschiedene USB-Sticks. Und die gibt's diesen Frühling von mir für euch mit Musik drauf. Und zwar mit ganz, ganz neuer Musik von mir. Die ist so neu, die mag ich heute noch nicht spielen, weil das Internet ist ja eine Bitch. Und wenn ich das jetzt schon alles erzähle und mache und tue, dann wisst ihr in 3-4 Wochen gar nicht mehr, was Sache ist. Deswegen will ich euch gar nicht mit so Details belasten, aber ihr könnt das von mir kriegen. Und zwar habe ich da Tausende von verschiedenen sehr schönen Maschinen und da ist dann die Musik von mir drauf und die kriegt er von mir. Oder eine CD oder für die noch gerne Geld ausgeben für einen Kaffee to go oder einen iTunes Download in der Richtung oder für die Sparfüchse unter euch, die bei Spotify und Amazon Music und Deezer und wie das alles so heißt, sich alles immer nur für einen Zehner im Monat runterziehen. Oder oftmals, ganz ehrlich, seid doch ehrlich, noch nicht mal, ihr habt oftmals noch nicht mal selber so einen Account. Entweder hört ihr die scheiß Werbung bei Spotify oder ihr habt so ein Ding, wo er jemanden kennt, der das zahlt und ihr tut so, als ob er zur Familie gehört. So mache ich das auch. Ja, weil ich gebe doch selber kein Geld für so einen Scheiß aus. So, wer schreibt denn da? Timo, der Timo. Timo, ich grüße dich. Was trinkst du so? Uso? Ich trinke Rotwein. Ja, stimmt ja. Casio, schreibt der Jens. Ja, aber die Frage ist, welche Instrumente genau? Kannst du ja später im Stream, den Stream kannst du ja später nochmal angucken. Und wenn du das dann rauskriegst, dann kriegst du von mir ein Gummibärchen. So, wer schreibt denn da schon wieder? Schreibt gar keiner. Das ist der Manfred, der guckt zu. Manfred, nicht alles weggucken. Lass für die anderen auch noch was übrig. So, ja. Pass auf, Leute. Habt ihr so noch so Sachen, die ihr besprechen wollt? Wie lange spiele ich denn jetzt eigentlich schon? Ach, das geht ja noch. Dann kann ich ja noch ein bisschen Musik machen. Dann spiele ich ein bisschen Musik für euch. Aber erst trinken. Trinken ist immer wichtig. Gerade in diesen Zeiten wie heute ist das Trinken so wichtig. Das wird ganz oft vergessen. Silvia, habe gerade erst eingeschaltet, aber es ist ja wohl geil, deine Stimme. Natürlich ist meine Stimme geil, ich verdiene damit Geld. Ich bring demnächst mein 7. Soloalbum raus. Aber Details werden noch nicht verraten. Mein Name ist Martin, aber ich werde noch nichts verraten. Hab noch nichts zu trinken hier. Ja, Jens, du bist echt eine arme Socke, das habe ich schon mitgekriegt. Das haben mir deine Kollegen auch schon so geschrieben, dass du echt ein armer Typ bist. So, eigentlich bist du ja Musiker, aber Musiker, der nichts zu trinken hat, ist nur so ein halber Musiker. So. Jetzt habe ich gekriegt.
gekleckert. Scheißegal. Sieht ja keiner, ich bin ja alleine hier. Den ganzen Tag, seit 2,5 Wochen, ey. Ah, mir geht das auf den Sack. Das Einzige, was da hilft, ist... Gibt's da auch was von Ratiofarm? Hä? Prost. Ja, Prost. Danke, Karl-Heinz. Ja, ich spiele euch mal ein Lied und viel Spaß. I see the crest her raindrops fall. I'm the beauty of it all. So when the sun came shining through to make those rainbows in my mind. Oh, when I think of you sometime, so I wanna spend some time with you, just the two of us. We can make a deal with y'all, just the two of us. Just the two of us. Just the two of us. Building castles in the sky, just the two of us. I see the crest, her raindrops fall. I'm the beauty of it all. So when the sun came shining through to make those rainbows in my mind. When I think of you sometime, so I wanna spend some time with you, just for two of us. That we can make deep with time. Just for two of us. Just for two of us. Just for two of us. Building castles in the sky. Just for two of us. Water, all that is. Storm makes no flowers grow. Good things might come to those who wait for love.
cause to wait too late. We've got to go. You should know. Just two of us. We can make if we try. Just the two of us. Just the two of us. Just the two of us. Building castles in the sky. Just the two of us. Dokumentieren und aufzeichnen und zeigen, dass das auch wirklich stimmt, weil sonst kann ja jeder irgendwas behaupten, weißt du? Dann erzählt jeder gerade so, ich habe mir gerade die Liedsheets aufgeschrieben von dem, was du gespielt hast und ich sehe, du spielst das total falsch. Das musst du auch belegen können, wenn du sowas sagst, mein Freund. Ja. Und hoffentlich in Hameln. Silvia, hoffentlich können wir dich nach der großen C-Krise bald wieder live erleben. In Hameln. Ach so, in Hameln. Hameln ist eine schöne Stadt. Hia, hia, ho, die auch einen Rattenfänger hat. Hia, hia, ho. Was ist das denn? Das wird schwierig. Ah, das geht alles. Tolles Geburtstagsständchen für meine Frau. Oh! Zum Geburtstag viel Glück. Zum Geburtstag viel Glück. Zum Geburtstag alles Gute. Zum Geburtstag viel Glück. Alexa, sing ein Geburtstagslied. Das war ja Michael Bublé. Und der hat aus meinem Badezimmer gesungen. Ganz da hinten. Also da, da hinten. Wenn du an der Rezeption vorbeigehst, dann kriegst du so einen Ausweis und dann kommst du in mein Badezimmer. Und da ist der Michael Bublé. Michael Bublé?
Bublé, und der hat gerade für dich gesungen. Alexa, sing ein Geburtstagslied, du und kein anderer. Zum Geburtstag viel Glück, zum Geburtstag viel Glück, zum Geburtstag, zum Geburtstag viel Glück. So, Karl-Heinz, das war nur für deine Frau. Alle anderen haben so lange bitte die Finger in die Ohren gesteckt. So, ich spiele jetzt noch ein Lied für euch und dann zeige ich euch mal ein bisschen mein Tonstudio. Das ist so ein bisschen Gear-Porn. Nicht dieses andere Ding, sondern Gear-Porn. Das heißt, alle, die Bock haben auf Equipment und so, die fühlen sich dann hier wohl. Ja, bitteschön, gerne. Also, das nächste Stück heißt Schreis raus! Schreis raus! Und zwar so richtig laut! Shout!
is all the things I can do without. Come on, I'm talking to you. Come on, shut, shut, let me out. It's all the things I can do without. Come on, yeah. Talking to you, come on. Shout, let it all out. So, jetzt erstmal was trinken. Habt ihr denn so Fragen oder sowas? So Fragen an mich? Übrigens möchte ich mich ganz lieb bedanken bei dem guten Herrn Dirk Born von Tiak Taskam, weil der ist schuld, dass meine Stimme so scheiße klingt, aber es liegt eigentlich daran, dass ich das so will. Das ist das Geheimnis, aber nicht verraten. Liegt auch ein bisschen am Wein. Kennt ihr das übrigens? Ich finde die Leute ziemlich schrecklich, die momentan so Klopapier und sowas horten und hamstern. Viel besser wie die Franzosen, Rotwein und Kondome. Oder in meinem Fall, was ich sehr geil finde, ist sowas hier. Achtung, Product Placement. Das ist Knoblauch. Jetzt sagt ihr, ih, der stinkt doch. Und dann sage ich, nee, der stinkt gar nicht. Das stimmt nicht, dass der stinkt, denn das ist schwarzer Knoblauch. Der ist aus roter Materie zu schwarzer Antimaterie geworden, dann in diese schwarze Verpackung reingepackt worden und dann fängt der nicht mehr an zu stinken, weil da ist alles rausgemacht, was das Stinkige macht. Der schmeckt nur noch und der ist gesund. Hilft auch gegen Corona. Ja, das ist kein Scherz, sondern ist ehrlich. Und ist super günstig. Ich glaube 8 Euro oder so ein Scheiß. Aber egal, ich hab's ja. So, ihr habt ja meine GEMA-Abrechnung, habt ihr ja mitgekriegt, ne? Was war das? 6 Cent. Das war super. Danke, liebe GEMA. Aber ich habe dafür die Abrechnung bekommen für meine neue CD. Oh, jetzt habe ich ja was verraten. Dafür darf ich das schon bezahlen. Danke, GEMA. Ralf Martin, du hörst dich zeitweise so komisch an. Liegt das am Wein? Nein, das liegt am Lagerkoller. Wenn du hier fast 3 Wochen im Studio abhängst, dann klingt man irgendwann scheiße. Man sieht scheiße aus und man klingt scheiße. Das Einzige, was hilft, ist schwarzer Knoblauch und Rotwein. Ja, wollt ihr ein bisschen mein Studio sehen? Sagt mal ja! Pass mal auf. Kann ich das denn jetzt so machen oder kriege ich dann Schimpfe, weil ich das jetzt hier rausnehme, einfach aus der Halterung? Also hier ist ein Klavier, da ist ein Klavier. Im Moment sind das, glaube ich, 55 Klaviere und Tasteninstrumente hier. Und auch Klampfen und sowas. Aber ich bin ja ein Synthesizer-Nerd. Das Kabel ist leider nicht sehr lang, deswegen kann ich nur so ein bisschen da in diese Richtung. Da ist die Abhöre. Ja. Und wie ihr wahrscheinlich schon gesehen habt, da oben läuft zum Beispiel Donkey Kong. Und zwar den ganzen Tag. Den ganzen Tag Donkey Kong. Könnt ihr euch das vorstellen? Es ist ein Traum. Ein echtes Traumstudio, was ich mir aufgebaut habe. Ich habe angefangen, es ist lange her, vor, ich weiß nicht, 60 Jahren, 70 oder so, da habe ich nur einen Synthesizer gehabt von Casio, den hier. Und damit hätte ich gerne meine Hits geschrieben, aber damals waren Hits noch nicht so modern. Und da hat
erwarte ich nix außer diesem Synthi. Wieso schreibt denn keiner was? Ich habe übrigens neulich gelesen, dass das unprofessionell ist, wenn man sich immer beschwert, dass die Leute im Livestream nichts schreiben. Aber ich find's total unprofessionell von euch, dass ihr den ganzen Tag nur rumsetzt auf dem Sofa, nichts macht und nur dieses scheiß Handy in der Hand und guckt euch so eine Scheiße an, wie bei mir jetzt hier. Pass auf, guckt ihr lieber Donkey Kong an. Das spiele ich den ganzen Tag und dann geht's mir gut. Und ja, ach, ich glaube, ich sollte nicht so viel schimpfen, sondern lieber Musik machen, ne? Erstmal machen wir das Handy da wieder rein. Es ist das reine iPhone. Das iPhone ist die Erfindung des Rats. Und jetzt kommt ihr und sagt, nee, stimmt gar nicht, ist auch scheißegal. Pass auf, was wollt ihr hören? Katzeklo? Oder was anderes. Und seid vorsichtig und gewarnt, weil ich habe noch eine Patrone im Petto. Na? Ach, ich frag mal meinen Schrödi. Schrödi, was soll ich spielen? Ach, okay, ein Klavierstück von mir. Na gut, okay. Dann spiele ich was von mir. Das heißt, Oma hat's hart. Oma hart, meine ich. By my lowly Crete, every man has certain needs. To these needs I must concede. To these needs I must concede. Oh, my heart. Oh, my heart. Oh, my heart. Oh, my heart. Living by my lowly creed, every man has certain needs. To these needs I must concede. To these needs I must concede. Oh, my heart. Oh, my heart. Oh, my heart. Oh, my heart. I'm a man cut from a mold. Rarely do friends come and then go. She was a girl soft but estranged. She was a ghost of but strange. Oh, my heart. Oh, my heart. Oh, my heart. Oh, my heart. Yes, I know
I know it's hard. Yeah, I just won't stop. Will not take apart. I just won't stop. Will not take apart. Oh, my heart. Confusion is my middle name. Ask me again, I'll tell you the same. Cause you ate up by one sexy day. Cause you ate up by one sexy day. Oh my heart. Oh my heart. Oh my heart. Oh my heart. Liebe Tanja, ich hoffe, dass ich trotzdem ein bisschen deinen Musikgeschmack treffe. Und ich weiß, zumindest zwei Trümpfe habe ich noch in meinem Petto, wovon ich mindestens noch einen Joker von ziehe und der wird dir dann vielleicht gefallen. Sehr schöner Song, dankeschön. Sehr schönes Kompliment. Das kann man auch kaufen, dieses Lied. Das ist auf meinem 6. Soloalbum und das Album heißt Cheers for Tears. Ja, da ist das drauf. Oder wenn du ein Arsch bist bei Spotify, aber da verdiene ich nichts. Also kauf dir das gefälligst. Entschuldigung, manchmal bin ich ausfällig, das liegt am Alkohol. Ja, ich habe einen Kasper gefrühstückt und das ist auch ganz gut so. Das klang so ein bisschen gerade wieder wurvereit und das ist auch gut so.
Was steht denn auf meinem schlauen Zettel? Ich habe mir nämlich so einen Zettel gemacht, damit ich mal so einen roten Faden habe, den ich nicht verliere. Aber wenn er immer so ständig was schreibt und da fliegt was rein und dann bringt mich das total durcheinander. Das lass ich wieder. Ich mag Spotify nicht. Ja, das Problem bei Spotify ist, der Konzern selber ist ja gar nicht böse. Aber es ist eine Tochterfirma von einer großen Firma. Und Spotify selber zahlt, aber diese große Firma da drüber, ich habe keinen Bock auf Abmahnung, deswegen sage ich den Namen jetzt nicht, die schüttet nicht aus. Und deswegen ist es tatsächlich so, dass wir Musiker von Spotify quasi nichts kriegen. Also Apple Music, Daumen hoch. Was gibt's noch? Amazon Music, Daumen hoch. Die zahlen alle halbwegs fair. Wenn man findet, dass 2 Cent fair sind für, keine Ahnung. Aber da kann man sich wenigstens nach einer Woche noch einen Kaffee von kaufen. Aber bei Spotify geht das nicht. Der Jörg, ich grüße dich. Hallo. Der hat auch gerade was Tolles Neues produziert mit Talking Wire aus Hameln. Das ist die zweitälteste Band aus Hameln. Die älteste Band, ich bin die allwissende Müllhalde, ich weiß das alles. Die älteste Band ist Out of Order, aber jetzt kommt Talking Wire als zweitälteste Band. Und das Coole bei Talking Wire ist, dass die bis auf Jörg Matuschek seit 150 Jahren in der gleichen Besetzung spielen. Und Jörg ist erst vor 100 Jahren dazugekommen. Stimmt das? Jörg, ist das richtig? Ich glaube ja, ne? Und der ist selber auch Musikproduzent. Und der hat in diesen Zeiten, wo wir so rumsitzen im Studio und Donkey Kong spielen, hat er vielleicht auch Zeit, eure Musik zu mixen. Und dann könnt ihr euch gerne an den Jörg wenden, der nimmt euch auf und macht euch groß und berühmt. Hi Ralf, ja, das stimmt. Genau. In der Ossi ist auch noch ein toller Musikproduzent, genauso wie der Jörg. Nur der Jörg, der wohnt, glaube ich, in... Jetzt weiß ich gar nicht genau. Ich glaube, das war irgendwie so ein Dorf in der Nähe von Hameln, ne? Ich war da mal bei dir, aber das ist schon 20 Jahre her oder so. Damals noch mit meinem großen Instrument. Ja, was nicht mehr funktioniert. Warum funktioniert denn das eigentlich nicht mehr? Ich habe das vorhin noch ausprobiert, da ging das fabelhaft und jetzt wieder nicht. Jetzt macht er nur so piep. Das ist echt schade eigentlich, weil das wirklich toll klingt. Ah, hört mal. Hört mal. Was war los mit dir, mein Schatz? Aha. Jetzt bist du da. Da. Und jetzt geht's nicht mehr. Scheiße. Egal, dann höre ich den Rhythmus an, ist auch gut. Jean-Jacques, bitte, sieh zu. Jetzt in Großberke, auf den Casio hast du deine ersten Hits geschrieben. Das stimmt. Ja, das stimmt. Damals hatte ich immer noch so einen Künstlernamen. Da hieß ich Trio und war zu zweit. Jetzt bin ich alleine und mach nur Duo-Songs. War das schlecht. Alexa, erzähl mir einen Flachwitz. Was liegt am Strand und spricht undeutlich? Eine Nuschel. Eine Nuschel, ja. Alexa, warte, ich schieb. Das weiß ich leider nicht, aber vielleicht findest du einen meiner Skills interessant. Er heißt Ich liebe dich. Möchtest du ihn ausprobieren? Nein, danke. Leg dich wieder hin. Ich glaube, ich spiele jetzt noch einen Song. Und wenn ihr Lust habt,
Vielleicht dann noch ein, aber dann reicht's auch langsam, weil ich weiß gar nicht, ob mein iPhone so lange kann, weil das ist gar nicht am Strom angeschlossen. Wahrscheinlich nehme ich gar nicht auf. Die ganze Zeit mache ich mich hier zum Gastbau und ich nehme gar nichts auf, weil das gar nicht an ist. Das wäre ja scheiße. Aber das wäre dann so, so wie das Leben halt spielt. So. Jetzt in Großberke. Ich dachte, du schreibst was Neues, aber okay. Na gut. Das Stück heißt Wales. Und das hat auch was mit Casio zu tun, dieses Stück. Denn ich habe damals dieses Lied auf dem Casio geschrieben. Auf dem Casio Cosmos Synthesizer. Und der kann Phase Distortion. Mein Kabel ist leider nicht lang genug, sonst würde ich es euch zeigen. Er steht da um der Ecke, wo auch die anderen alten Schätzchen stehen. Und der kann nichts außer XLF Sounds und Wellengeräusche. Und diese Wellengeräusche habe ich aufgenommen und das hat mich inspiriert, ein Lied zu machen, das heißt Waves. Viel Spaß. Thank you.
Schön, dass du dabei bist. Was? Anja schreibt, stell mir gerade vor, ich sitze vor der Milchbar. Das finde ich ist ein sehr reizvoller Gedanke. Auf Norderney. Würde zur Atmosphäre passen. Besonders mit meiner sexy Stimme. Komm, Tanja, sei ehrlich. Guck mal. Nix weiter. Ila, ich freue mich, dass du auch da bist. Prost. Ich mache übrigens heute, liebe Ila, alles mal ausnahmsweise ohne Roland-Equipment. Sonst habe ich ja nur Roland-Equipment, weil die Ila weiß, dass Roland das Maß der Dinge ist, wenn man gute Sounds haben will. So. Hallo! Ja, pass auf. Ila, willst du mein Studio sehen? Dann komm noch mal vorbei. Oder guck mal hier. Ich lade dich auf eine Runde Donkey Kong ein. Da, oben, da. Donkey Kong ist des Martens bester Freund. Bitte. Nein, bleib bitte da. Geh nicht weg, das... Oh, ich weiß, das war doof. Es tut mir echt leid. Ich möchte mich in aller Form ganz herzlich entschuldigen. Und mein Haustier, mein Gozi auch. Dem tut das auch sehr leid. Ich habe überhaupt nichts gegen japanische Firmen. Ich selber bin ja halb japanisch firmiert worden. Nicht konformiert, aber firmiert worden. Pass auf, Gozi, was sagst du denn dazu? Oh Gott, ist das Ding schwer. Scheiße, pass auf. Genau, so sehe ich das auch. Gozi, hast du noch was du den Leuten da draußen sagen willst? Hör auf mit der Hand. Gozi und ich, wir machen es uns den ganzen Tag gemütlich im Studio. Ich liebe Donkey Kong. Ich liebe dich dafür, dass du das sagst. Wenigstens ein Mensch da draußen, der mich versteht. Donkey Kong 1 war neben Space Invaders und... Nee. War das schönste Spiel, was es je gegeben hat. Donkey Kong 2 nicht mehr, Donkey Kong 3 nicht mehr, aber Donkey Kong 1. Dein Bautzi braucht dringend Stimmtraining. Ja, das stimmt. Aber es ist nicht Bautzi, der hört das nicht gerne. Das ist nicht Bautzi. Da wird der sehr böse, wenn der sowas hört. Denn das ist der japanische Goldfisch.
Aber der ist schon so alt, dass das ganze Gold abgeblättert. Guck mal, der kann auch singen. Er ist ein bisschen erkältet. Ich hoffe, er hat kein Corona. Stell dich mal wieder in die Ecke. Du bist in Quarantäne. Ich habe übrigens auch versucht, bei der N-Bank für Gozi so einen Antrag auszufüllen. Und da hat mir die N-Bank mitgeteilt, das geht nicht, weil der keine Steuernummer hat. Und das finde ich eigentlich nicht fair, weil Gozi kann jetzt da draußen nichts mehr machen, weil es ist keiner mehr da, den er fressen kann. Alle sind weg, haben sich versteckt, sind jetzt wieder in der Höhle angekommen, wo wir mal einst rausgekrochen sind. Ja, ich merke schon, das Thema wird politisch und das ist nicht gut. So, was schreibt denn derjenige? Er macht mir solche Angst, dass ich jetzt leider wieder gehen muss, lieber Ralf. Ich drück dich aus der Ferne. Ich drück dich zurück. Warte noch ab, ich spiele noch ein letztes Lied nur für dich. Und ich gebe mir jetzt Mühe, dass das wirklich schön wird. Und das ist dann auch das letzte Lied, dann habe ich nämlich auch keine Lust mehr und werde mich wieder aufs Sofa begeben und die nächsten 12 Stunden Netflix gucken. So, wenn ihr übrigens Lust habt, mir ein paar tolle Filmtipps zu geben, ich habe das ganze Internet schon leer geguckt. So. Pass auf, ein letztes Lied für dich und dann machen wir hier auch Feierabend. Das Lied heißt, und das passt so super schön zu dir, ein Song von mir, Sie lächelt. Aber auf Englisch klingt schöner. She smiles. Viel Spaß. She smiled.
she's smile. And she smile. She took my hand and we walk as we walk how we walk along the way and she smiled. She smiled, and she smiled, and she smiled. She took my hand. Das hat mir jetzt selber nochmal Spaß gemacht. Na, die Pinke. Wo steckt denn die Barbie-Lampe? Was ist eine Barbie-Lampe? Hä? Meinst du die? Warte mal, ich dreh mal kurz. Meinst du die da? Aber ich weiß nicht, ob das eine Barbie-Lampe ist. Ja, Martin Gegner, danke. Ah, bitte, gerne, sehr gerne. Ja, ich weiß gar nicht, ob ich jetzt mit so einem total traurigen Stück aufhören darf. Oder ob ich vielleicht doch noch ein allerletztes Lied spiele für euch. Und zwar vom neuen Album, wo ich euch noch nicht verrate, wann das rauskommt und wie es heißt. Aber ich kann euch schon ein Stück davon, kann ich euch schon vorspielen. Mach weiter, sagt er. Mann, ich spiele hier schon seit anderthalb Stunden mir den Arsch ab und du kommst ja 11:55 und machst einen Larry und sagst, spiel weiter. Danke, dass du das machst. Finde ich nett. Ja. Sowas brauche ich, denn deswegen spiele ich jetzt dieses Stück. Und das heißt, Hüpf auf meinen Wagen. Im Englischen klingt das viel schöner. Das heißt, Jump on my wagon. Und heißt eigentlich was anderes, aber ist egal. Kann dich ablösen. Nee, kannst du nicht. Kannst du nicht, pass auf, weil ich spiele jetzt ein Lied und das heißt Jump on my Wagon und das Lied, das gibt's noch gar nicht. Das ist noch gar nicht existent. Die Stimme ist schrecklich, ja. Liebe Claudia, wer zu spät kommt, wird bestraft mit einer furchtbaren Stimme. Schön ist die Stimme nur, habe ich mir sagen lassen, wenn ich singe. Und wenn ich rede, ist das furchtbar, ich weiß. Aber normalerweise bei meinen Konzerten rede ich nicht so viel. Da mache ich mehr Musik, Musik. Jump on my wagon. Jump. Jump. Thank you.
hop on my wagon and ride. Jump. Jump on my wagon and ride with me. Jump on my wagon and ride. Jump. Jump on my wagon and ride with me. When you get this solo without feeling and your heart's about to burst, and you feel under the weather, there's no money in your purse, jump on my wagon and ride. Jump. Jump on my wagon and ride with me. And the girl said to jump on my wagon and ride. Jump. Jump on my wagon, on my wagon, and ride with me. We got it under control. Roll my wagon, roll. Got it under control. Roll, roll, roll. When you look into the mirror and a stranger looks back at you, and you feel under the weather, there's no money in your shoe, jump on my wagon and ride. Jump. Jump on my wagon and ride with me. And the girl said, jump on my wagon and ride. Jump. Jump on my wagon, on my wagon, and ride with me. Jump on my wagon. Jump. Jump on my wagon and ride with me. Jump. Diesen ganzen Krams ja nochmal von vorne angucken. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr das gerne teilen. Und
Ihr kennt das mit den vielen Daumen da lassen. Oh, ich darf nicht vergessen, da steht auf meinem Zettel drauf. Ich habe eine YouTube-Seite und die heißt so wie ich. Also youtube.com/RalfMarten. Da geht ihr bitte drauf. Gebt mir Daumen. Bimmelt diese Glocke. Schickt mir an ralfmarten@gmx.de 1 Million Euro. Und damit es für euch nicht so teuer wird, bitte als Freunde. Und viele Daumen, viele Küsse, viel Liebe, viel Gesundheit. Und ich glaube, wir sehen uns sehr bald wieder. Ich freue mich auf euch. Vielen Dank. Tschüss.